Freunde, erstmal guten Morgen, einen Schluck Kaffee. Ich sitze hier auf meinem Sofa wie jeden Morgen und schaue auf eine komplett leere Wand, weil meine Schrankwand noch nicht da ist, ne? Wie ihr hier seht. Also, ne? Da. Es ist noch nichts da. Also, ne? Und wenn man so auf so eine leere Schrankwand, auf so eine leere Wand guckt, dann kommen einem doch schon so philosophische Fragen. So ist gut. Wie es so weiterlaufen soll, ne? Ist es das Richtige? Ist es das, was ich wollte? Ja, will ich schon sagen. Wie möchte ich weitermachen? Das ist eine gute Frage. Also, ich muss jetzt erstmal meinen PC, meinen Schreibtisch weit fertig aufbauen. Heute kommen die letzten Teile. Ich habe mir neue Boxen bestellt. Also neue Lautsprecherboxen, damit ich hatte normalerweise ein 5.1. Das konnte ich aber in meiner alten Wohnung nicht aufbauen. Deswegen stand es nur in der Ecke rum mit allen 4, 5 Boxen. Mit allen 5 Satelliten. Das war doof. Und jetzt habe ich mir einfach so 2 normale Boxen, die ich mir rechts und links von den Monitoren aufstellen kann. Und habe ich mir die bestellt und werde die jetzt hinstellen. Das reicht. Und das 5.1 kommt dann, wenn die Wohnwand da ist, schön hier einmal ringsrum. Surround. Ansonsten bin ich ganz gut in die neue Wohnung gekommen. Die Vögel sind auch schon da. Die zeige ich euch bei Gelegenheit, wenn mal Interesse besteht, auf jeden Fall auch. Die fühlen sich schon recht wohl. Also die kuscheln und schmusen schon wieder miteinander und necken sich ganz liebreizend und so. Und das ist alles schön. Ich brauche mal Kaffee. Aber wenn ich hier so sitze, dann habe ich immer so, kommen mir immer Gedanken, so was ich anders machen könnte. Gerade so in Sachen YouTube. Ich meine, ich bin hier jetzt in so einer großen Wohnung. Ich bin so frei in allem, was ich tun kann. Und mir kommen so viele Ideen. Und ich weiß aber nicht, wie und ob ich sie umsetzen kann. Und aber ich würde sie gerne umsetzen. Wie zum Beispiel diese Kochvideos, wisst ihr? Einfach Scheiße in eine Pfanne schmeißen und gucken, wie es schmeckt. So, weißt du, da habe ich irgendwie Bock drauf. Und ich habe auch schon was im Kühlschrank, wo ich eigentlich ein Video drüber machen könnte. Wenn ich die zubereite und esse. Das wäre spannend. Die Frage ist, wollt ihr das? Schreibt es auch mal in die Kommentare. Wenn ihr andere Videoideen habt, wo ihr denkt, das wäre eine gute Idee, dass ich das machen würde, machen könnte, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so erzählt. Ansonsten gibt es im Moment gerade von mir nichts Neues. Ich bin gerade in der finalen Phase. Schränke soweit stehen alle, außer im Schlafzimmer. Den Kleiderschrank haben wir immer noch nicht hingekriegt. Aber da werden wir uns auch heute drum bemühen, denke ich. Ich und meine Schwester. Sind ja nur noch die Türen, aber irgendwie kommen wir da nicht so. Ansonsten, das Kleidungsregal steht schon, der Schreibtisch steht, mein Wohnzimmer steht praktisch komplett, außer halt jetzt die Wohnwand, aber die kommt diese Woche, so sagt ihr mir zumindest, das Möbelgeschäft und dann wird die noch aufgebaut, dann wird die noch ein bisschen gebohrt, dann belästige ich noch ein bisschen meine 3 anderen Nachbarn. Ja, naja, und das war's eigentlich, ne? Und dann ist hier, ich kann jetzt hier schon ziemlich viel einräumen eigentlich. Ich muss noch gucken, wie ich das mit meinem Greenscreen mache, weil das könnte noch ein bisschen tricky sein. Da arbeite ich dann. Vielleicht gibt es die Essen-Streams ohne Greenscreen. Dann haben wir da so einen ekligen weißen Balken hinter uns im Bild. Aber gut, allen Tod müssen wir jetzt erstmal sterben. Ich arbeite am Greenscreen, gucken, wie ich das am besten regeln kann. Ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, schreibt Meinungen in die Kommentare. Mehr wollte ich euch gerade gar nicht erzählen. Und ich habe einen wunderschönen Bart, sehe ich gerade. Den muss ich mal wieder in Kontur schneiden, würde ich sagen. Naja. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ihr habt ja gesehen, ich bin jetzt auch öfter schon wieder online. Ich komme bestimmt auch bald wieder auf den Community-Server. Ganz bestimmt. Und wir haben ja auch schon einen neuen Plan bezüglich des Community-Servers. Zumindest einen kleinen neuen Plan, was ich so mitgekriegt habe. Ich muss auch noch mit dem Herrn Seyern drüber reden. Wenn der Herr Seyern dann mal wieder online ist, der arbeitet im Moment ganz viel. Deswegen ist er wahrscheinlich nicht im Discord und nicht so wirklich online und nicht so wirklich erreichbar. Grüße an dich, lieber Seyern. Melde dich doch mal wieder. Hab dich lieb. Also, Freunde, bis zum nächsten Video. Wie gesagt, wir sehen uns bestimmt jetzt öfter noch schon wieder online.
Bis bald, meine Lieben, euer Beritz.